Bevor es losgeht, wollte ich euch noch kurz informieren, dass die neuen Produkte jetzt offiziell im Shop sind. Es gibt neue Sticker, Notepads, Planer, To-Do-Listen und noch vieles mehr. Zudem gibt es ab sofort leider Versandkosten. Preislich tut sich da aber nicht viel, weil wir dafür die Produktpreise deutlich verringert haben. Ab 2 Produkte im Warenkorb spart ihr sogar deutlich mehr als vorher, sogar mit Versandkosten. Den Link zum Shop findet ihr in meiner Infobox. Ich bin so gespannt, wie ihr alles findet. Danke schon mal für eure Unterstützung, die du mir, auch wenn du nichts kaufst, schon schenkst, indem du dieses Video hier anguckst. Also Dankeschön. Aber gut, ab zum Video. Viel Spaß! As a kid I used to live out by a lake, with lightning bugs, collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. And it felt so right having you by my side. I would never waste your time on mine. Do you ever think about the time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your love. I've been wishing on the stars above. If I go back in time far enough, I know that I'm herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Shania. Ich lade jeden Dienstag kreative Kunstvideos hoch. Heute gibt es einen Vlog für euch. Eine realistische Arbeitswoche, aber dennoch entspannt und kreativ, und ich male eine Menge. Also wenn du Zeit mitgenommen hast, dann schnapp dir auch deine Zeichensachen. Und wir machen das zusammen. Es ist heute Mittwoch, der 26. Oktober. Wir haben 10 nach 4 in etwa. Ich war schon beim Sport und Einkauf und ich habe aufgeräumt. Ich bin richtig stolz auf mich selbst. Aber wie sonst auch an einem Mittwoch ist heute Planungstag. Also ich mache mir meine To-Do-Listen, ich stelle mir Pläne auf. Okay, ich habe jetzt meine kleine To-Do-List in meinen Kalender eingetragen. Ich werde den jetzt nicht zu 100% befolgen, wenn ich es zum Beispiel schaffe, irgendetwas früher am Tag zu beenden und noch genug Energie habe, um weiterzuarbeiten, dann werde ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Für heute steht drin, ein paar Reels zu schneiden. Ich muss nämlich echt mal besser werden auf Instagram. Und ich möchte das Bild von Willow bei meinen Eltern beenden. How would be it waiting for you if you had to leave? Ja, nicht mein stärkstes Bild, muss ich zugeben. Okay, was ich damit meine. Dieses Bild befindet sich wohl in der gemütlichen Mitte, was Lieblingsbilder angeht. Ich glaube, ich habe einfach zu lange dafür gebraucht und das Motiv langweilt mich mittlerweile. Aber es war trotzdem eine super Übung für Ölmalerei. Ich bin ein bisschen spät dran. Wir haben schon 12 Uhr, weil ich gestern bis, ich glaube,
3 oder 4 Uhr morgens noch an meinem Buch gearbeitet habe. Und wir finden jetzt nur noch 20 Seiten, bis ich es durch habe. Und dann, ja, dann lege ich es noch mal so 2-3 Wochen zur Seite und lese in der Zeit 2-3 weitere Bücher, um so ein bisschen Distanz aufzubauen und auch mehr mal andere Schreibstile noch mal anzuschauen. Ich zeige euch einfach mal, welche Bücher ich lesen werde. Ich weiß, dass einige von euch das interessiert. Ein Reread wäre Elias und Lair. Ich weiß, dass ich es damals geliebt habe, aber ich weiß jetzt gar nichts mehr davon. Vielleicht lese ich auch noch mal Das dunkle Herz des Waldes. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Und dann habe ich von der gleichen Autorin noch mal dieses Buch hier gekauft. Das ist sogar noch eingesealt. Das kalte Reich des Silbers. Ich glaube, das ist auch ein Einzelband, schätze ich sehr, wenn Fantasy-Autoren das hinbekommen. Oh, und welches ich auch unbedingt lesen muss, ist Witch Hunter, weil es um Hexen geht und die Protagonistin einfach genauso aussieht wie meine Protagonistin. Ich habe das Buch entdeckt und ich war so, oh, habe ich aus Versehen irgendetwas kopiert? Wahrscheinlich ist es komplett anders, weil bei mir werden keine Witches gehuntet im direkten Sinne. Aber ich wollte trotzdem mal schauen. Ich wollte nicht aus Versehen Plagiat begehen oder so. Und Mona müssen wir natürlich auch lesen, von meiner YouTube-Kollegin Kritzepixel. Wenn ihr eine Meinung habt zu den Büchern, ihr eins kennt, sagt mir Bescheid. Okay, aber gut, heute ist ein vollgestopfter Arbeitstag. Ich habe geplant, heute ein Video zu drehen, und zwar das Hyperrealismus-Video. Dafür habt ihr ja ganz fleißig abgestimmt. Das kommt dann nächste Woche, also die Woche, nachdem dieses Video rausgekommen ist. Ich hasse es, meine Nägel zu lackieren, aber es ist ein Muss, wenn 90% der Zeit meine Hände im Pilz sind. In der Zeit werde ich mir noch mal ein paar Videos zu Hyperrealismus anschauen. Ich habe keinen geregelten Arbeitstag. Ich arbeite wann und wenn ich möchte, was ein Segen, aber auch ein Fluch sein kann. Es ist toll, alles frei einteilen zu können und immer für die wichtigen Dinge Zeit zu haben. Aber ich musste auch lernen, meinen inneren Schweinehund zu bekämpfen, denn ohne Boss, der einen mit der Kündigung droht, ist es manchmal echt schwer, sich für die Arbeit zu motivieren. Zum Glück macht meine Arbeit mir aber unfassbar viel Spaß. Und es ist mittlerweile eher so, dass ich mich dazu zwingen muss, erstmal etwas ruhiger angehen zu lassen. Ich glaube, das ist insgesamt so der Flug eines Selbstständigen, deswegen nennt man es ja selbstständig wie selbst und ständig. Man kann sich schnell an 12 Stunden Arbeitstage gewöhnen, vor allem aktuell, wo das Shop-Update ansteht. Das ist alles sehr viel organisatorisches Zeug im Hintergrund. Ich hätte euch da gerne mitgenommen, aber es handelt sich hier vor allem um so Zahlenzeug und glaub mir, das ist verdammt langweilig. Okay, ein Auge ist fertig. Wir haben jetzt ungefähr 3:30 Uhr. Ich habe Hunger, ich werde jetzt erstmal eine Pause einlegen und was Leckeres kochen. Kochen gehört zu den Sachen, für die ich mir etwas mehr Zeit nehmen möchte, aktuell. Vorher hat Simon immer das Essen zubereitet und jetzt wechseln wir uns wöchentlich ab. Heute gab es Reis mit etwas Gemüse und Obst. Es war okay. Ich muss noch ein bisschen lernen. Wir haben 7:20 Uhr und ich habe kurz mit dem Zeichnen abgebrochen, um jetzt mit dieser Kartoffelqualität aus dem Auto zu berichten, dass ich zum Sport gehe. Ich möchte zwar gerne weiterzeichnen, aber Sport ist wichtig, sonst bekomme ich wieder Rückenschmerzen und das will ich nicht. Unpacking-Pause.
mit Simonelli. Yeah! Ne? Stickerpacks kommen ja immer so süß verschlossen, aber wenn die Sticker nicht so gut sind wie erwartet, aber trotzdem verkauft werden können, also lebbare Sticker sind, dann verschließen wir sie nicht mit einer Pappe. Lass mich, ich mach das! Verschließen wir das nicht mit einer Pappe, damit wir halt Geld sparen und ihr auch Geld sparen könnt. Aber es sah sehr unschön aus und sehr unpersönlich, deswegen haben wir gedacht, um trotzdem Geld und Zeit zu sparen, holen wir uns jetzt einfach Sticker, mit denen wir die zukleben können. Und pass auf. Oh. Tada, so sehen die aus. Also, ich habe es tatsächlich leider nicht aufgenommen, aber ich habe mein Buch letzte Nacht beendet. Ich werde das noch einmal testlesen, bevor ich es an die ersten Testleser schicke, aber das ist so spannend. Aber gut, worauf ich eigentlich aus wollte, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich mit meiner Freizeit machen soll. Ich möchte nicht schreiben. Ich brauche einfach ein wenig Abstand davon, um meine Geschichte nächsten Monat nüchtern nochmal durchzugehen. Auch hat meine Hand vom hyperrealistischen Bild wirklich wehgetan. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich Pinsel liebe. Da muss man nicht so einen unnormalen Druck bei ausüben. Und ja, malen ist auch natürlich ein Hobby und das ist super entspannt. Aber ich versuche in meiner Freizeit auch mal was anderes zu machen. Aber ich suche jetzt etwas, was genauso meditativ ist wie malen. Beim Malen kann ich, wenn ich möchte, wirklich in diese Stille versinken und in ein gemütliches Leer abtauchen. Puzzeln irritiert mich aber ehrlich gesagt eher. Also ja, wollte ich fragen, was macht ihr denn so neben dem Kreativsein, um euch ein bisschen auszubalancieren, vor allem geistig? Ich bin am Ende unverbesserlich und habe dann doch noch eine Idee, die mir beim Puzzeln gekommen ist, auf meinem iPad skizziert. Es ist das einer Göttin, die nach dem Licht strebt, aber von der Dunkelheit angezogen wird. Ich mag die Skizze, aber eine Weiterentwicklung liegt momentan auf Eis. Ich bin mir unsicher, ob die Idee nicht etwas zu kitschig ist. Könnt mir ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Weißen Handschuhe sind dafür da, dass keine Fettfleckchen auf den Feinartprints kommen. Ich finde, ich sehe immer ein bisschen aus wie ein Zauberer, wenn ich sie trage. Mit Bleistift unterschreibe ich jeden einzelnen Print und ich datiere sie, dann wirkt der Print wirklich echt. Simon und ich haben unser ganzes Taschengeld ausgegeben letztes Jahr für einen super schicken Drucker. Und glaub mir, Leute, man sieht jede Maserung, jeden Farbtropfen in der Kopie. Es ist echt krass. Ich finde manchmal die Kopien sogar schöner als meine originale Kunst. Falls ihr es übrigens noch gar nicht wusstet, ich führe dieses kleine Kunstunternehmen von mir nicht alleine, sondern mit meinem Freund. Und er erledigt alles hinter der Kamera. Das Ganze, was ich nicht hinkriege, ehrlich gesagt. Er hat zum Beispiel den Drucker rausgesucht, druckt und schneidet die Prints. Er packt sie dann schön säuberlich ein, wie es nur jemand mit seiner peniblen Art könnte. Und er ist auch derjenige, der die Pakete für euch immer fertig macht und verschickt, wenn ihr was bestellt. Ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür, dass ich diese Leidenschaft mit einem so wichtigen Menschen in meinem Leben teilen kann und wir uns da so gut ergänzen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Es ist heute Samstag und ich habe die letzten beiden Tage damit verbracht, nur an diesem realistischen Bild zu zeichnen. Und ich brauche kurze Pause, deswegen werden wir das Bild heute Abend fertigstellen und jetzt erstmal ein paar andere Sachen erledigen. Ich habe vorhin schon ein paar Prints unterschrieben für das Shop-Update und ich muss noch Produktfotos machen. Ich habe mir schon eine To-Do-Liste gemacht. Das Bild muss ich trotzdem beenden, aber wie gesagt, heute Abend. Und ich wollte das Voice-Over, den Text dafür schreiben. Genau. Ich habe übrigens auch heute Morgen was gelesen. Ich habe mich für das Buch Mona von der Isabel Zimmermann entschieden. Die kennt ihr hier vielleicht auf YouTube. Jetzt bei Kapitel 4. Es ist noch nicht sehr viel passiert. Ein sehr genüsslicher Anfang bis jetzt. Aber ja, interessantes Konzept. Also jetzt, wo ich mich zwingen muss, eine Pause einzulegen, bemerke ich, wie sehr ich meine eigene Geschichte vermisse.
Ich habe die Grundskizze fast fertig. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe sowas Techiges noch nie gezeichnet. Aber ich muss jetzt aufhören, weil ich habe nur noch 3% Akku. Und während das Tablet lädt, werde ich die Produktfotos machen. Das ist immer der Teil, ehrlich gesagt, den ich am wenigsten mag, weil alles so ein Glare hat. Und es ist einfach schwer, seine Kunst zu fotografieren. Ich bin gerade die Sachen am Versammeln für die Fotos. Wie ihr seht, ist es übrigens ein bisschen dunkler geworden. Ich war gerade bei meinen Eltern, weil dort lagere ich den Großteil meiner Kunst. Und ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Ich mag meine Eltern. Auf jeden Fall habe ich dort diese beiden Bilder hier abgeholt. Vielleicht kennt ihr sie ja noch. Einmal das hier und das hier. Die habe ich beide mal in einem Video gemacht. Und die werde ich jetzt verkaufen, was mir ein bisschen das Herz bricht, weil sie eigentlich perfekt in meine Töchter des Waldes Reihe passen, also mit ihr zusammen. Aber ich habe in dem Video versprochen, dass ich sie verkaufen werde. Also werde ich das tun. Übrigens, es fragen voll viele von euch immer, was ich mit meiner Kunst mache. Also die kleine Kunst, die verkaufe ich größtenteils, weil ich einfach keinen Platz mehr dafür habe. Es gibt so ein paar sentimentale Teile, die ich behalte, wie zum Beispiel meine Spideys, die bleiben natürlich für mich da. Und ich behalte auch die Sachen, die meiner Meinung nach nicht gut genug sind, um sie euch zu verkaufen, weil ich mich dann schlecht fühle. Und die großen, wie das da oder mein Pilz-Ladybild oder die Fee im Wasser, die behalte ich für eine Ausstellung. Ich habe geplant, nächstes Jahr um diese Zeit eine Ausstellung zu machen. Und ich brauche auch einige Bilder. Also ich will, dass es eine große Ausstellung ist, 3 bis 4 Reihen und noch so ein paar kleinere Sachen. Das wird dann sowas wie so ein Fan-Treffen. Ich mag dieses Wort nicht, aber viele fragen deswegen ja auch. Dann hat das auch mehr so einen Grund, das einfach nur nicht zu sehen. Ich könnte auch meine Kunst sehen, das ist viel interessanter. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Originals. Und das sind die Endergebnisse, ein paar jedenfalls. Und in voller Pracht könnt ihr sie natürlich auf meiner Webseite sehen. Links in der Infobox. Ich war noch nicht müde, also habe ich am Abend noch meine Skizze vom Mittag beendet. Ich habe der Skizze schon ein paar Farben gegeben, um zu sehen, ob dieses explizite Farbkonzept mir gefällt. Darüber hinaus werde ich aber natürlich versuchen, das alles am Ende so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Das hier ist wirklich nur sowas wie eine Vorlage. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Chrom. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber eine gute Challenge braucht man immer wieder, um in seinem Können zu wachsen, nicht wahr? Das Bild ist endlich fertig und wir haben Montag. Dieses Video, dieser Vlog muss morgen raus und ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Video nichts anderes gemacht, als dieses andere Video zu produzieren. Und das ist für mich ein sehr großes Durcheinander. Aber gut, ich zeige euch das Endergebnis natürlich nicht. Ich kann euch nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin und ihr einfach nächste Woche einschalten müsst. Damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich leuchte beinahe, so weiß bin ich. Warte, was besser. Aber gut, ich muss jetzt das Voice-Over für das Video aufnehmen und danach das ganze Video schneiden. Und dann ist es erstmal gegessen. Ich habe gestern noch den Text weiter vervollständigt, den ich am Anfang der Woche geschrieben habe mit meinen persönlichen Gedanken. Der steht da jetzt, ist an. Ich lese mir den gleich ein bisschen durch.
versuche aber trotzdem relativ frei zu sprechen. Oh, und ich habe gestern ein bisschen gezeichnet. Ich möchte ja eine neue Reihe anfangen, die What Makes Us Human Reihe. Und mein aktuelles Zwischenergebnis für die Skizze ist das hier oder auch das hier. Ich weiß noch nicht so ganz, was mir besser gefällt. Ich mag den Kontrast vom blauen Hintergrund, aber ich finde, der weiße Hintergrund passt gut zur Aussage, nämlich dass der Körper so richtig in den Hintergrund drückt und beinahe schon nichtig erscheint im Vergleich zu Gehirn und Herz. Also ja, da müsst ihr mir unbedingt in den Kommentaren sagen, was ihr besser findet. Hyperrealismus also. Eine der schwierigsten Kunstrichtungen und etwas, was ich selber noch nie ausprobiert habe, weil ich so viel Bammel davor habe. Also, ich habe jetzt alles gefilmt, die Daten übertragen gerade und das dauert ungefähr eine Stunde. Also haben wir ein bisschen Zeit, uns zu quatschen. Und zwar wollte ich euch mal so das neue Thema erklären, die neue Bilderreihe. Also war meine Idee, Bilder zu machen zu einer bestimmten Frage, die wir uns wahrscheinlich alle in letzter Zeit immer öfters stellen. Und zwar, was macht uns eigentlich menschlich? Also der genaue Titel wäre What Makes Us Human, also auf Englisch, hat einfach was Ästhetischeres. Und daraufhin bin ich auf die Idee gekommen, dass ich Roboter male, die wirklich aussehen wie Menschen, aber wovon wir wissen, dass sie keine sind und dass sie uns sehr fern sind. Ich finde die Idee sehr interessant, Roboter mit menschlichen Sachen konfrontieren zu lassen. Ich habe das Gefühl, es ist in letzter Zeit immer beliebter, Menschen mehr zu Roboter zu machen, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Aber Roboter zu haben, die immer menschlicher werden wollen, weil sie bemerken, dass ihnen was fehlt, finde ich einfach auch super interessant. Okay, ich habe ein paar Skizzen gemacht. Es sind wirklich die größten der größten Skizzen. Ich wollte wirklich nur die paar Ideen, die ich hatte, schnell auf Papier oder besser gesagt auf Tablet bringen, damit ich es nicht vergesse. Und ich werde auch nicht alle umsetzen, weil das viel zu viel für eine Reihe ist. Aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Vielleicht habt ihr ein paar coole Ideen. Vielleicht gefällt euch etwas ganz besonders und ihr sagt mir, dass ich das unbedingt umsetzen muss. Ich hole mich mal näher ran. Also hier haben wir einen Roboter mit einem Kind. Und der Roboter zeigt dem Kind etwas, was so ein bisschen Empathie oder Einfühlsamkeit, Sorgen und Hilfsbereitschaft zeigen soll. Auch Mütterlichkeit und dieser Zusammenhalt. Ich blende es hier einfach ein, dann seht ihr es besser. Dann habe ich einmal Verlangen, dann unseren Körper, eher was Physisches. Genau wie bei dem einen Bild, was ich jetzt als erstes machen werde, das ist auch ja, das ist ja auch Herz und Gehirn. Dann haben wir Neugierde und hier unten Gefühle. Bei manchen, wie zum Beispiel bei den Gefühlen, bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, wie ich das umsetzen möchte. Ich möchte irgendwie voll gerne etwas mit Schmetterlingen machen und damit diese Aussage unterstreichen, man hat Schmetterlinge im Bauch. Also man fühlt dieses Flattern in sich und ich fände es halt cool, wenn entweder die Brust auf ist und man da diese toten, angenagelten Schmetterlinge sieht, die so ausgestellt wurden. Oder dass der Roboter sich die halt selber so anschraubt an die Brust und an den Bauch. Dann habe ich noch diesen Schädel gemacht. Der Roboter trägt so einen Menschenschädel, wie manche Menschen es mit Tieren machen. Ich weiß auch nicht, was es bedeuten soll, aber die Idee kam. Also fand ich es ganz interessant. Genau, und ich habe auf Instagram gefragt, was ihr unter Menschlichkeit versteht. Und da waren noch ein paar andere Schlagwörter dabei, die ich sehr interessant fand, aber wo ich nicht direkt ein Bild vor Auge hatte, wie Egoismus oder Gewalt, Kreativität und auch Ängste. Ja. Sagt mir gerne, wie ihr die Ideen findet, welche euch besonders gut gefallen und natürlich, wie ihr bestimmte Sachen umsetzen wollt. Inspiriert mich ruhig. Ich weiß noch nicht so ganz, wie die Roboter aussehen sollen, ob die alle gleich aussehen sollen. Also dieser Roboter ist ein bisschen Platzhalter, aber ich finde es an sich nicht schlecht, die Idee, dass der Roboter so eine Art Bildschirm als Kopf hat, weil ich möchte schon, dass diese Emotionen rübergebracht werden. Obwohl ich es auch irgendwie cool fände, wenn das aufgemalt wäre. Ich weiß es nicht. Also in ein paar Wochen werde ich wirklich mit diesem Projekt groß anfangen. Ich hoffe, dass ihr mir bis dahin ein bisschen helfen konntet. Und am Abend habe
habe ich dann das Video geschnitten, was im Durchschnitt meistens so einen ganzen Arbeitstag braucht, also ungefähr 8 Stunden. Ich bin also auch nicht fertig geworden, aber ich werde es auf jeden Fall bis zum Upload nächste Woche Dienstag schaffen. Ja, und das war's auch schon. Danke, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Vergesst nicht, euch die neuen Produkte in meinem Shop anzusehen, und wenn ihr etwas Geld oder Zeit überhaupt, könnt ihr euch ja vielleicht etwas gönnen und Simon und mich so unterstützen. Aber das macht ihr ja eh schon, indem ihr dieses Video bis hierher geschaut habt. Also keinen Druck. Wir sind so oder so dankbar für eure Unterstützung. Bleibt gesund, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Ciao.